Zum mittlerweile 13. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human, einem Spiel, von dem ich nach und nach immer mehr begeistert bin, was nicht nur daran liegt, dass die Charakterzeichnung auf technisch gutem Niveau ist oder die Story im Wesentlichen durch Dialoge vorangetrieben wird, sondern dass der Spieler nach und nach zu Entscheidungen gezwungen wird, die Handlung maßgeblich beeinflussen werden. Ich bin gespannt, auf welches Storyende wir hier zu laufen. Und kann mir aber gut vorstellen, dass sehr viele Spieler sehr viele andere Enden sehen werden. Jetzt sind wir hier wieder bei Hank und Connor in der alten Kiste von Hank mit einem Navigator an der Windschutzscheibe. Also das volle Gegenteil von dem, mit dem man hier sonst in Detroit unterwegs ist. Ja, und er fährt auch noch selbst, ne? Also das ist ja ein Fossil, unser Hank. Ja, gerade haben wir die Story im Eden Club abgeschlossen mit einer etwas eigenwilligen Entscheidung von Hank, das Ganze nicht weiter zu verfolgen. Und auch Connor hat nicht dergleichen getan. Jetzt bin ich gespannt, was die beiden im Schöner Gespräch als ich dran. austauschen. Ich war sehr oft hier. Früher. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf Ihrem Küchentisch. Das ist Ihr Sohn, richtig? Sein Name war Cole. Wann früher? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie haben das nicht Sie erfunden. wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Abweichler. Sie wollten gar nichts. Ach, Güte. Es sind Abweichler, Ende der Geschichte. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Neutral, probier ich's mal. Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Ich konnte nicht. Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Weit. Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Ja, von wegen Ich kann dich Selbstmord. töten. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ja. Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Nichts?
Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Nichts. Nichts. Da wäre gar nichts. Ah. Also. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Zwei Dinge, wenn man sich die Logik von der Etablierung einer Gemeinsamkeit bei unterschiedlichen Individuen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, es gibt einen Softwarefehler, es gibt einen Leck und bei jedem Androiden individuell führt dieses Leck dazu, dass er I am alive und RA9 an Wände schreibt. Dann ist nicht davon auszugehen, dass dahinter ein Mythos steht, sondern es ist mehr oder weniger die Art und Weise, ein neues kognitives Modell zu etablieren, das dazu zwingt, also eine spezifische Art, vielleicht auch des unbewussten Denkens. Also das lässt sich relativ gut kognitionslinguistisch modellieren. Und dann ist nicht von einer Religion oder von einem Mythos die Rede, sondern sowas wie einer Gemeinsamkeit. Das heißt, sie werden zu RA9. Jeder für sich speziell. Das ist eigentlich eine schöne Lesart. Huch. Wir sehen hier Marcus. Und bereits einen Androiden, der ihm nachschaut. Das heißt, da haben wir den nächsten Abweichler. Jetzt sind wir auf Jericho. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratfall. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Ein Medienhack. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Okay. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Die einzige menschliche Mitarbeiterin. Also das kann man vielleicht jetzt mittlerweile sagen, also während wir jetzt hier die Details durchscannen, während wir mit Kara die abenteuerlichsten Set-Pieces haben und also diese klassische, eine klassische Narration und ein klassisches Spiel spielen im Sinne einer Walking Sim, ist es so, dass die Parts mit Connor eher erinnern an Konzepte und Spiele wie L.A. Noir von Rockstar, also ein Detektivspiel. Und mit Marcus haben wir das klassische Videospiel, das sich hier ganz stark bedient und Anleihen hat bei der Splinter Cell Serie und Hitman. Jetzt ruft Marcus in der Stimme der Schulleiterin an. Man fragt sich bei dem technischen Know-how, das die Androiden haben, weshalb wir hier überhaupt noch durch die Gegend laufen und sie nicht in irgendeinem Schaltkreis Zugang zu spezifischen Einheiten bekommen. Okay, jetzt ist die menschliche Kontrolldame davongelaufen. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe.
Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Ja, wunderbar. Danke. Die entscheidende Frage ist, hat er sie jetzt wie die Androiden am Dock zu einer Abweichlerin gemacht, mit durch Hand auflegen? Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also eine klassische Infiltrationsmission, die wir hier spielen mit Marcus. Schon die zweite nach der Szene auf dem Dock. Wenn man so will, kann man auch den Weg nach Jericho mit dazu ziehen. Und ja, das iPhone als Teil der Hand. Vielen Dank nochmal an Steve Jobs für dieses Bild, was ich nicht mehr vergessen werde im Kopf. In der Präsentation von 2007 des iPhones. Top Story, 1 Billion Androiden. Okay. Da haben wir die besprochenen Androiden als Soldaten. Ja, Verquickung zwischen Politik und Wirtschaft. Es geht doch nichts darüber, dass man erstmal ein bisschen liest, während man hier ein Gebäude infiltriert. Okay, also auf der Seite ist nichts. Groß und sichtbar den Serverroom ausgeschildert, wenn das mal nichts zu bedeuten hat. So fing übrigens alles an mit Reinigungsrobotern, die die meisten von uns schon in ihrer Wohnung haben. Auch das hat sich nicht geändert. Strategie für die sozialen Netzwerke. Ich habe immer noch keine Idee, wo das... Da sind die Toiletten. Okay. Praktisch ist, da Androiden keine Fingerabdrücke hinterlassen, ist, dass wir uns hier überall frei bewegen können. Oh, raffinierte Anzeige für die Belegung der Toiletten. Das muss man ehrlich sagen, das macht Hitman geschickter. Also in Hitman wäre es so, dass man durch Beobachtung ein Gebäude infiltriert. Das wäre hier zumindest denkbar gewesen, dass man vorher den Plan diskutiert und dann als Spieler hier allein gelassen wird, um den Weg selbst zu finden. Man wird hier faktisch von Schritt zu Schritt geleitet. Das ist ein bisschen schade, da hat man Potenzial vergeben. Einen Wartungsandroiden finden. Das sieht dann offensichtlich so aus wie auch ich. Ja. Ah, da ist er. Im Newsroom 02. Okay. Gibt es vielleicht noch einen anderen Zugang? Natürlich nicht. Okay. Und als Android kann man sich relativ frei bewegen mit der entsprechenden Kleidung. Ich brauche deine Hilfe. Also mir ist noch nicht klar, mit welchem Status er sie hier zurücklässt.
Ob das nur kurze Impulse sind, die er gibt, oder aber hier reihenweise Abweichler produziert. Aber der baut dann folgt seiner Aufgabe weiter. Interessant finde ich, dass das überhaupt nicht geklärt wird, welche magischen Fähigkeiten Markus offensichtlich hat oder erworben hat. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass er auch ein Prototyp ist. Ja, wer weiß das schon. Jetzt müssen wir den Zugang finden zum Wartungsraum, den Notausgang müssen wir suchen. Ah, da ist er. Ja, das Ganze ist jetzt natürlich mäßig interessant. Aber es ist so, dass wir... dass die ganze Welt jetzt schon sehr glaubhaft modelliert ist. Also das muss man wirklich sagen. Okay. Mist! Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Das fällt natürlich nicht auf, wenn sie sich da versteckt hinter der Säule. Ach Gottes Willen. Auch hier wieder, weil ich das ganz kurz anteaserte, Invektivität. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür, es darf keiner reinkommen. Das ist mir zum Beispiel, was schade ist, dass absolut unklar ist, was jetzt eigentlich die nächsten Schritte sind. Okay, jetzt haben wir diesen Raum gesperrt. Ebenfalls durch Handauflegen, das heißt, wir können uns hier eigentlich frei bewegen in diesem Gebäude. Das ist schon bemerkenswert. Ja, das müssten ja theoretisch auch andere Androiden können. Das ist möglicherweise so eine latente Kritik an der Unverdrossenheit gegenüber technischen Geräten. Ein Stichwort Internet of Things, die man sich beliebig ins Haus holt, oder Spracherkennungssystem, die man sich beliebig ins Haus holt, ohne eigentlich zu wissen, was diese Technik tut. Jetzt sage ich mal, wenn es dunkel ist. Ja. Das Ganze ist nicht problematisch. Es wäre nur sinnvoll, wenn man... Oder wenn eine Gesellschaft sich darüber Gedanken macht, welche Daten und welche Datenströme sie beliebig zulässt, ohne sie zu kontrollieren. Und da gab es jetzt keinen anderen Weg in dieses Studio hinein. Ladies first. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist stark inszeniert. Klammer auf. Der Soundtrack trägt massiv zu diesem tollen Spielerlebnis bei. Ich hätte gerne ein Spiel zu Star Trek. In derselben Art und Weise,
in derselben Aufmachung, mit derselben Möglichkeit und Entscheidungsvielfalt. Oder meinethalben auch Star Wars, wenn es nicht anders geht, aber jedenfalls Star Trek wäre super. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Naja, also... Dann mal los. Was hat mir Simon hier in die Hand gedrückt? Ach so, über den Güteraufzug kann ich eine Bombe ins Haus bringen. Naja, warum nicht? Ja, es gibt ein paar Unstimmigkeiten hier in der Konstruktion des Ganzen, aber sei mal dahingestellt. Okay. Zum Glück hängt da keine Kamera über der Tür. Was heißt drum? Also hier ist das Broadcasting. Auch da eine Kamera. Nein, wird verschont. Ich hoffe, das ist unser Todesurteil. Ist schon die. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ist schon die zweite Entscheidung, die jetzt ich getroffen habe gegen Waffeneinsatz. Okay. Gut. Also offensichtlich spricht Markus jetzt. Ich werde es jetzt nicht kommentieren. Denk darüber nach, was du sagst, Markus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Markus, dein Gesicht. Sag, wenn du bereit bist. Bereit. Ruhig. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener.
Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Territorium. Wir fordern einen eigenen Bundesstaat für Androiden, um unsere Nation aufbauen zu können. Friedlich. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Simon, Sie kommen! Ich schaff nicht, Marcus! Geht ohne mich! Ich rette ihn! Retten, komm! Los! Was macht ihr denn? Beeilt euch! Heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Gehen. Ich töte keinen von uns. Simon? Wir müssen weg. Tut mir leid. Gehen wir. Und weg. Eine tolle Mission. Tolle Rede, tolle Inszenierung, großartiger Soundtrack. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehängt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt, es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Wichtig, Meter von dieser öffentliche Studio Meinung. Entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Dies Androiden. Dies könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Doch am überraschendsten ist die Forderung nach einem eigenen Bundesstaat für Androiden, um diesen kontroversen ist Konflikt zu lösen. Ist dies ein einmaliger lösen? Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Ja, auch hier wieder das Vertrauenskonzept. Vielleicht ganz kurz nochmal zu der Rede von Marcus. Also zentral ist da die Metapher der Erweckung, also des Augenöffnens, des Sehens von etwas, das hier verwendet wird. Oder die hier verwendet wird. Und wir haben uns hier folgenschwer entscheiden müssen an verschiedenen Stellen. Also das heißt, wir haben nicht gewalttätig gehandelt. Wir sind immer das Risiko eingegangen, dass unsere Mission scheitert, weil wir niemanden töten. Das schließt zum Schluss Simon ein, den wir retten.
Ja, stimmt was mit den Statistiken nicht, das kann nicht sein. Und wir enden friedlich. Also das heißt, ich würde gerne den Kurs hier tatsächlich weiterfahren und lass mich von dem Charakter North nicht in die bewaffnete Auseinandersetzung zwingen. Und versuche das auch durchzuhalten. Wir schauen uns jetzt hier die Statistiken von Freunden an, weil die weltweiten Statistiken nicht funktionieren. Also das heißt von Freunden in der Playlist oder in der Friendslist im PlayStation Network. Und ach, die wenigsten haben ein Territorium gefordert. Die meisten enden friedlich, deutlich. Simon retten nur 48%. Und auch nur die Hälfte lässt Simon noch zurück. Ha! Also hier wird sich für die meisten wahrscheinlich schon massiv was ändern, denn Simon als Charakter hat natürlich eine zentrale Position und Stellung hier an dem Punkt. Bin gespannt, wie das weitergeht. Oh, Connor. Im Zen-Garten. Also ein weiterer Bericht, den er abliefert. Ja, und das ist eine virtuelle Umgebung. Also wir haben hier jedes Mal andere klimatische Verhältnisse. Jetzt wirkt das Ganze herbstähnlich. Es ist virtuell hier. Das heißt, es ist das Berichtsszenario, in dem er sich bewegen kann. Eine virtuelle Realität. Und da ist Amanda. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Die falsche Schlange. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Meine Beziehung zu Lieutenant Anderson ist problematisch. Er kämpft weiterhin mit seinen psychischen Problemen. Ich vermute, es beeinflusst sein Urteil über Abweichler. Nichts ist wichtiger als deine Untersuchung. Was passiert, ist einfach zu wichtig. Lass dich von Anderson oder anderen nicht aufhalten. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, so ist es leider. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, ich gestehe es mir nicht ein. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Zuversichtlich. Ich werde erfolgreich sein. Aber vielleicht hätte ich... Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Sie darf mich natürlich nicht ersetzen. Ich hätte ihr gern ehrlicher geantwortet. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Hand. Tut mir leid, Lieutenant. Ach, die beiden.
Hi, Hank. Das ist ein sehr sympathisches Duo. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Huch. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Also Hank flucht gewohnheitsmäßig. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur zwei Wachen an. Wir dürfen das Dach nicht vergessen. Mal sehen, ob sie es vergessen. Bin mal gespannt. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur zwei Angestellte und drei Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei dem Wetter... Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Das dritte Mal, dass er den Satz im Spiel sagt. Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein. Nach dem, was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Oder es ist ein Abweichler unter den Androiden. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Verkleidet, das hat man auf den Kameras jetzt schon gesehen. PL600, das ist dasselbe wie Dendel.
Damit haben wir jetzt scheinbar alles zusammen. CSI sichert noch Spuren. Und das ist die Küche. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Die Prämisse ist falsch. Was ist denn, wenn alle drei Abweichler sind? Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Bleibt nur das Bedrohen. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Na gut. Speicher prüfen wäre das Einfachste. Kein Speicher. Du Abschau! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los! Gib's zu! Ich komme hier irgendwie auch nicht weiter. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Er blinzelt. Wir wissen alles. Der war's. Ja, der weiß, was er tut. Der reißt mir hier die Pumpe raus. Oh, große Güte. Also, er reißt mir das Herz aus und... 18. Okay. Wie komme ich hier raus? Hank! Hank! Ich brauche Hilfe! Wer weiß, wie leise ich nur noch schreien kann. Aber mir läuft ja echt die Zeit davon. 1,20, 1,19. Was kann ich hier machen? Den Stuhl schieben und dann? Naja. Okay, dann probieren wir das Messer mal rauszukriegen. Eieiei. Okay. Ist es das Metallsystem, das sich auch Marcus eingesetzt hat? Also wenn, wären das die ersten zwei Androiden, die
können, die anderen konnten das ja nicht. Also sich durch die Gegend bewegen im Notfallsystem, um dann noch irgendwelche Handlungen zu vollziehen. Also im Wesentlichen ist das seine Pumpe hier, ne? Die er hat. Okay. Gewehr. Was mache ich? Zack, 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 Henk. Keine Ahnung. Pistole. Ein richtig guter Schuss, Kran. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Okay. Also die Rolle von Connor als Abweichler stabilisiert sich massiv. Und die Beziehung zu Hank wird immer besser. Und? Genau. Das Dach. Damit ist... Mit der Entscheidung, zuerst in die Küche zu gehen und dann aufs Dach, das hatte ich nämlich eigentlich so vor, haben wir offensichtlich dafür gesorgt, dass Simon nicht gefunden wird. Und hier hätte es eine Menge Optionen gegeben, die die Story verändert hätten. Ach ja, das SWAT-Team wäre natürlich nicht gekommen, wenn wir den Mitarbeiter erschossen hätten, wie von North gefordert, aber das haben wir nicht getan. Ja, und damit beenden wir diesen 13. Teil des Let's Plays to Detroit Become Human mit sehr interessanten Szenen zwischen Hank und Connor, Connor und Amanda. Und natürlich dieser Infiltrationsszene mit Markus, in der wir uns an verschiedenen Stellen auch durch die Charaktere wieder getrieben entscheiden mussten, wie wir uns verhalten. Ich glaube, die Story entwickelt sich jetzt in eine Richtung, die eine bewaffnete Auseinandersetzung hoffentlich nicht nur nötig macht. Und mit einer Rede, die Markus gehalten hat, in der er die Rechte und die Befreiung der Androiden fordert, nachdem sie erweckt worden sind in diesem Sinne, das heißt sehen können auf die Wirklichkeit. Ich bin gespannt, wie sich die öffentliche Meinung weiterentwickelt. Wir haben gesehen, dadurch, dass wir nicht angegriffen haben, hat sich die öffentliche Meinung verbessert und bin gespannt, wie die Geschichte weitererzählt wird. Kann aber schon jetzt sagen, dass ich eigentlich größtes Interesse habe, diese anderen Optionen zu spielen und zu sehen, wie das Spiel narrativ sich in bei verschiedenen Entscheidungen anders entwickelt. Also, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.